Bigfoot, das Ungeheuer von Loch Ness, Play of Rondo, alles Dinge, dessen wahre Existenz ungeklärt ist. Oder sollte ich sagen, ungeklärt war, also soweit es Play of Rondo betrifft. Klar hatte Rondo in der Vergangenheit immer mal den Ruf, in der Postseason besser zu performen als in der normalen langen Saison, dennoch waren sich die allermeisten Leute nicht sicher, ob es ihn wirklich gibt oder ob wir Play of Rondo in diesem Jahr nochmal sehen. Wer das von euch so prophezeit hat, der hat meinen großen Respekt dafür, wer gesagt hat, dass Rondo nach zwei grauenhaften Jahren bei den Lakers auf einmal wertvoll ist und stark spielt. Ich habe es nicht so kommen sehen, ich bin immer noch vollkommen überrascht und leicht schockiert von seiner Performance bisher. Das wird hier kein Entschuldigungsvideo für Rondo-Hate, vielmehr eine Analyse seiner Leistung bisher und warum ich persönlich es nicht habe kommen sehen, obwohl es im Nachhinein sogar ziemlich Sinn macht. Also, Rondo hat bis zu Spiel 2 gegen die Rockets überhaupt nicht gut für die Lakers gespielt und das ist nett formuliert. Er war ein Fremdkörper in der Offense, hat nicht mit LeBron harmoniert, konnte nicht kreieren, wenn er den Ball hatte, gleichzeitig war er aber auch abseits des Balles nutzlos, weil er sich nicht bewegt hat und keine Gravity hat. Da er gleichzeitig einer der schlechtesten Guard-Defender der Liga war, hat das einfach alles überhaupt nicht miteinander gepasst, das belegen auch die Statistiken. So, Spieler werden danach bewertet, wie sie spielen, dementsprechend war das kein Rondo-Hate, er war halt einfach schlecht, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Mein Fehler war aber zu denken, dass diese zwei Jahre widerspiegeln, was Rondo in den Playoffs leisten kann. Das ist vielleicht bei 99% der NBA-Spieler der Fall, aber Rondo ist halt ein besonderer Fall. Denn der 34-Jährige ist einer der intelligentesten Spieler der Liga und das wird in den Playoffs exponentiell wichtiger. Wenn man immer und immer wieder gegen ein und dasselbe Team spielt, wirklich versucht, taktische Vorteile zu erarbeiten, Schwächen beim anderen zu finden. Da kommen Rondos Stärken ins Spiel, nicht während der langen Regular Season, wo man immer gegen andere Teams spielt und vor allem bei jemanden, für den diese Spiele keinen echten Wert haben. Rondo ist ein NBA-Champion, für ihn ist die reguläre Saison eher wie eine Preseason, er weiß, dass es erst in den Playoffs wirklich wichtig wird. Das entschuldigt natürlich nicht die teilweise grauenhaften Leistungen von davor, aber es gibt ein kleines bisschen Kontext dazu. Nun zu den Playoffs. Nach ewiger Verletzungspause machte Rondo in Game 1 sein erstes NBA-Spiel seit Monaten und es war schwer zu ertragen. Sicherlich hat das auch etwas mit der Entscheidung von Frank Vogel zu tun, ihn gleich mal 25 Minuten spielen zu lassen, aber ich weiß noch, wie sauer ich war, weil es genau der gleiche Rondo war wie bisher immer. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, kam Spiel 2 und da war vieles anders. Rondo bringt in diesen Playoffs 10 Punkte und 7 Assists von der Bank, verwandelt 44% seiner Dreier und sein 119er Offensive Rating ist mit Abstand Karrierehöchstwert. Zum Vergleich, in den letzten beiden Regular Seasons lag dieser Wert bei 100 und 103, das ist Welten davon entfernt. Natürlich reden wir hier nur über 5 Spiele, dennoch bemerkenswert. Fangen wir mit seiner Chemie und dem Zusammenspiel mit LeBron und AD an. Mit Davis geht es zurück bis zu ihren gemeinsamen Zeiten in New Orleans. Hier, sowohl Rondo als auch AD sehen, dass Tucker zu aggressive Defense spielt und zu hoch spielt. Rondo dirigiert noch, schickt die Teamkollegen weiter weg von den beiden, AD spinnt sich und Rondo findet ihn mit dem Lob. Das haben die beiden öfter gemacht, weil es einfache Punkte gibt, wenn die Defense nicht wirklich aufpasst. In dieser Szene schickt er die beiden ins Two-Man-Game und sobald er merkt, dass Westbrook und Tucker sich nicht einig sind, spielt er den Lob. Das war extrem wertvoll für LA, dass Rondo immer wieder den Big Man im Post gefüttert hat. Auch James profitierte natürlich davon, etwas mehr abseits des Balles spielen zu können und er hatte ein paar Mal etwas gemacht, was ich mir sogar noch öfter wünschen würde, und zwar sein Defender unter dem Korb zu zielen. Hier, Caruso stellt ein Backscreen und LeBron ist Gordon physisch überlegen, kann ihn unter dem Korb festnageln, fehlt nur noch jemand, der das nicht nur sieht, sondern ihn dort auch anspielen kann. Oder hier nach dem Off-Ball-Switch, James kommt hinter seinen Defender, Rondo spielt den Ball perfekt zu ihm. Und was man auch noch erwähnen muss, da Rondo als Pull-Up-Shooter keine Gefahr ausstrahlt, wird er mit dem Ball in der Hand meistens auch nicht wirklich eng verteidigt. Das kann aber, wie hier, auch nach hinten losgehen für die Defense, weil man ihm zu viel Platz für seinen Pass lässt. Im Allgemeinen war sein Ballhandling, Playmaking und Passing unglaublich wichtig für die Lakers, weil so jemand neben LeBron im Kader fehlt, das haben wir schon das ganze Jahr gesagt. Warum ist Rondos Playmaking in den Playoffs aber so viel besser als sonst? Weil er weiß, wo die Schwachstellen der Defense liegen, weil er weiß, wo sich Freiräume und Lücken öffnen, wenn er bestimmte Dinge macht. Einfach, weil er den Gegner kennt. So wie hier, er zieht zum Korb und die Hauptaufmerksamkeit liegt auf AD. Der Pass in die Ecke wäre die logische Folge, Harden und Covington vermuten das, also spielt er zu Kuzma.
Oder in dieser Szene, er zeigt AD an, in welche Richtung er gehen soll, und bei einem möglichen Screen würden die Rockets switchen, also geht Green nicht wirklich direkt raus zu Kuzma. Währenddessen bleibt Tucker aber bei Davis, weil es ja auch nicht wirklich ein Screen war. Kuzma ist für einen kurzen Augenblick frei und Rondo findet ihn. Oder hier, wo er in der Early Offense Rivers auf sich lockt, um Key freizuspielen. Diese Vision, dass man schon bevor man den Ball überhaupt gefangen hat weiß, zu welchem Mitspieler man passen wird, sieht man auch öfter mal bei LeBron, Rondo kann es auch. Hier spielt er ab, fordert den Ball aber sofort wieder zurück, um dann rauszukicken. Den Lakers fehlte das ganze Jahr über dieser Pick-and-Roll-Guard, Rondo macht es bisher richtig stark, indem er zum Korb zieht, um dann entweder freie Shooter oder Cutter findet. Und, das möchte ich auch noch öfter sehen, LA nutzte ihn sogar als Playmaker aus dem Post, ein weiteres typisches LeBron-Play. Es war natürlich nicht alles perfekt, so soll das jetzt hier auch nicht rüberkommen. Regular Season Rondo, der überdribbelt, den Ball zu lange bei sich hält, riskante Pässe spielt oder Dinge sieht, die so nicht da sind, kam auch immer wieder mal raus. Aber das erinnerte phasenweise schon an Prime Boston Rondo und hat relativ wenig mit dem bisherigen Lakers Rondo zu tun. Eine weitere Sache, über die ich reden möchte, ist sein Wurf. Er nahm zwar nur 18 Dreier, konnte aber davon 8 verwandeln. Bei Rondo ist das Ding, wenn du ihn eng verteidigst oder er aus dem Dribbling in seinen Wurf geht, werden die Versuche nicht reingehen. Lässt man ihn aber meilenweit offen stehen, hat er genug Zeit, um sich um seine Footwork zu kümmern und in den Wurf zu gehen, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Hat er wie hier Zeit, ist im Rhythmus, bekommt seine Füße genau in die Position, in der sie sein sollen, kann er diesen Wurf verwandeln und das macht er bisher auch. Shooting Gravity besitzt er aber trotzdem nicht, es ist also auf gar keinen Fall so, dass man Playoff Rondo auf einmal wie Steph Curry verteidigen muss. Und das kann auch weiterhin sehr frustrierend sein, vor allem wenn er mit James spielt. Das lässt sich aber verkraften, weil er A, wie gesagt, die freien Würfe macht und B, die Lakers ihn aber auch abseits des Balles einsetzen, selten während der normalen Saison. Hier stellt er einen Ballscreen für LeBron, weil er, spulen wir kurz zurück, absolut keinen Wert hat, wenn er hier einfach nur dasteht. Hier ist es ein kleiner Screen abseits des Balles, der die Aufmerksamkeit etwas weg von LeBron lenkt. Oder in dieser Szene, wo sie eine kleine Action antäuschen, aber nur als Köder, denn der Ball wird in die Weakside gespielt. In dieser Szene spielt er zu Davis, der sich auf ein Stagger-Screen zu KCP vorbereitet. Rondo zeigt ihm aber an, dass er das Two-Man-Game mit James laufen soll. Oder er cuttet, wodurch hier dieser komplette Raum in der Mitte frei wird. Dennis Schröder hat davon schon in der letzten Serie profitiert, Rondo natürlich in viel kleinerem Maße auch. Die Rockets Defender haben große Probleme gegen kleinere Guards mit einem sehr schnellen ersten Schritt. Rondo konnte immer wieder ganz gut zum Korb ziehen und dort finishen, auch das erklärt so ein bisschen seine 62% True Shooting. Die Lakers können außerhalb von James und Davis jeden gebrauchen, der Scoring mitbringt, insbesondere von der Bank. Gucken wir im zweiten Teil des Videos noch kurz auf seine Defense. So sah das in der Regular Season oft aus, Rondo konnte kaum jemanden vor sich halten. Er gambelt zu viel, ist nicht physisch genug und ist halt allgemein kein guter On-Ball-Defender mehr, auch weil er gerne undiszipliniert ist, hier kommt Green zum Doppeln, Rondo lässt Harden aber weg davon durch, was überhaupt nicht passieren darf. Dieses Doppeln und Helfen war einer der Gründe, warum man Rondo an Harden oder Westbrook dranhaben konnte, da er nur sehr selten auf sich alleine gestellt war. Oder man switchte ihn weg von ihnen, was den Vorteil hatte, dass er den gegnerischen Ballhändler Fullcourt verteidigen konnte, wie eine Klette auf ihm klebte und dann ein anderer zu ihm switchte. Rondo ist immer noch fantastische Hände und das schnelle Reaktionsvermögen war ein Gold wert und so frustrierte er immer wieder vor allem Harden mit seinem Pressing. Seine Rotations waren abgesehen von Spiel 1 fast durchgehend ausgezeichnet. Rondo war sicherlich keine defensive Stütze oder der Anführer der Defense, aber er war ein wichtiges Teil einer gut geölten Team-Defense.
Vor allem der hohe IQ, aber vielleicht noch wichtiger, sein Einsatz, den man in dieser Form schon lange nicht mehr gesehen hatte, waren das Wichtigste. Fazit. Ich möchte hier absolut nicht überreagieren, wir reden hier von 4 guten Spielen. Rondo ist nicht der dritte Star im Team und wir müssen abwarten, ob er diese Leistung auch in den Conference Finals bestätigen kann. Ich bin aber absolut überrascht und natürlich erfreut. Ich mache hier lieber so ein Video und sage, ich habe falsch gelegen, wenn Rondo so spielt und die Lakers gewinnen, als dass er genauso spielt wie immer, die Lakers verlieren und ich dann sage, ich hab's euch ja gesagt. Dann lieber die erste Option. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.